Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel gesehen. Wir fangen mit dem ersten richtigen Werkzeug-Review an. Und zwar, so wie ihr es euch gewünscht habt, fangen wir mit der Akkuflex bzw. dem Akkuwinkelschleifer an. Und zwar dem Einhell 18 Volt Axio. Zuerst mal ein paar technische Daten zu dem Gerät. Das schöne Ding verfügt über einen Brushless-Motor, was dafür sorgt, dass der Motor wirklich sehr kompakt ist und das Gerät ja am Griff einfach eine sehr, sehr schöne, sehr gute, griffige Bauform hat. Das Gerät verfügt über verschiedene Schutzeigenschaften, zum Beispiel einen Soft-Start, wenn man es einschaltet, dass es langsam eben anläuft, und über einen Wiederanlaufschutz. Ich habe die Version hier für 125 mm Scheiben. Da gibt es drei verschiedene, und zwar einmal für 115er Scheiben, 125er Scheiben und 150er Scheiben. Kurzer Exkurs aus dem Einhell Sortiment: Es gibt auch noch eine Pro-Version. Blende ich euch mal ein Bild ein. Ich glaube, die hat auch 125 oder 150. Millimeter Durchmesser, ist keine Axio, aber auch eben ein Winkelschleifer und ein ganz günstiges Modell mit einem Kohlebürstenmotor, kostet irgendwie auch nur 40 Euro oder sowas. Werde ich mir auch noch zulegen als zweite Flex, werde ich dann auch ein Video drüber machen, dazu aber dann später mehr. Ich habe hier das mittlere Modell, wie gesagt, 125er Scheiben, Trennscheiben, Fächerscheiben, was auch immer. Also das gute Mittelding. Das gute Stück besitzt oder hat eine Leerlaufdrehzahl von 8500 Umdrehungen und eine maximale Schnitttiefe von 33 mm. Wahrscheinlich einfach durch das Gehäuse bedingt, kennt ihr ja. Das waren soweit auch schon die wichtigsten technischen Daten zu dem Gerät. Kommen wir jetzt dazu, was ich an dem Teil richtig geil finde und was ich richtig scheiße finde. Das erste, was ich richtig gut finde, ist natürlich die Preis-Leistung. Das Gerät kostet über einen dicken Daumen 90 bis 100 Euro. Solo natürlich ohne Akku. Und dafür erhaltet ihr einfach ein geiles Gesamtpaket, eine geile Flex, gerade im Vergleich auch zu herkömmlichen kabelgebundenen Winkelschleifern. Was ich ebenfalls gut finde, was natürlich zwangsläufig mit da zusammenhängt, ist die Power der Flex, und zwar die Leistung. 8500 Umdrehungen Leerlaufdrehzahl, das ist, ja, ich sag mal, das ist so Standard, das habt ihr bei einer kabelgebundenen auch. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen mit dem guten Stück relativ viel gearbeitet. Ich bin hier in der Halle am Umbauen, wir haben ein riesiges altes Metallregal rausgeflext mit dem Ding. Wirklich irgendwie mit aus 50x50 und dann irgendwie 3 mm Wandstärke. Vierkantstahl, wirklich den ganzen Tag durchgeflext. Die Power, die das Ding hat, ist wirklich gut und steht meiner Meinung nach einer kabelgebundenen auch nicht wirklich hinterher. Dann finde ich natürlich das Handling gut. Wie schon gesagt, durch den Brushless-Motor ist das Ding hier hinten am Griff wirklich sehr dünn, dass man vernünftig rumkommt. Das mag ich. Ich habe zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz, meine alte kabelgebundene Flex, die einen normalen Kohlebürstenmotor hat, die hat einen sehr, sehr dicken Griff. Und da kommt ihr mit der Hand einfach nicht schön rum, könnt den nicht schön greifen, fühlt sich einfach beim Arbeiten immer so ein bisschen erzwungen an. Und das Ding hingegen, da komme ich mit meiner Hand komplett rum, da könnt ihr wirklich filigrane Arbeiten mit ausführen. Es gibt ein Modell, eine kabelgebundene von Bosch, ich blende euch hier mal ein Bild ein, die finde ich geil. Die habe ich persönlich auch schon ein paar Mal benutzt, die hat auch einen relativ dünnen Griff, obwohl mir persönlich das hier noch mal besser gefällt. Dann haben wir zu dem Handling auch noch wichtig, hier oben den Handgriff, den finde ich, ja, geil, der ist gummiert, der liegt gut in der Hand, lässt sich natürlich von links nach rechts wechseln. Und ein Special Feature von dem guten Ding, das finde ich wirklich geil, weil ich verliere die Dinger immer und mache die Scheiben dann immer mit der Hand los. Wir haben hier in dem Griff einen Spannschlüssel. Es gibt ja auch schon Winkelschleifer von Bosch oder sowas, die so eine Flexi-Click-Dings haben. Ja, weiß ich nicht, habe ich noch nicht mitgearbeitet, das finde ich geil. Bei meinen herkömmlichen oder bei meinen kabelgebundenen, die dieses Feature halt nicht hatten, das ist im Handgriff drin, dann, ja, da musst du dann immer blockieren und drehst das Ding mit der Hand los. Geht natürlich auch, oder mit einer Wasserpumpenzange oder keine Ahnung was. Ja, finde ich sehr geil, dass das hier im Griff integriert ist. Ein weiteres Feature, was ich richtig geil finde, was auch mit zum Handling gehört, ist der Schutz hier hinten dran. Ich kenne das von allen anderen Winkelschleifern, die ich benutzt habe, auch original Flex-Winkelschleifer. Da ist das hakelig, wenn man diesen Schutz verstellen möchte und wenn man irgendwo was Friemeliges macht,
ist in der Praxis so, du machst das Ding ab, du bist gar nicht geschützt, wenn die Scheibe dann stiften geht. Kann das blöd enden, aber was willst du machen? Das finde ich hier richtig geil, denn wir haben so einen Schnellverschluss. Man kann den hier einfach aufschnappen und komplett um 360 Grad verdrehen. Möchte ich zum Beispiel jetzt so schneiden, kann ich den verdrehen. Möchte ich jetzt zum Beispiel vor Kopf schneiden, finde ich wirklich geil. Ist wirklich praktisch, kenne ich von anderen Winkelschleifern, da geht es mir immer richtig auf den Piss. Wenn das dann so hakelig ist, weil man den nur in gewissen Positionen einhaken kann. Ja, das wirklich gut. Und was ich relativ gut finde und gut positioniert finde, ist einmal die Blockierung, um die Scheibe zu lösen, beziehungsweise um die Flex zu blockieren. Denn das ganze Ding ist relativ kompakt. Man kommt hier schön mit einer Hand rum, kann mit dem Daumen das Ding reindrücken, zieht sich den Schlüssel hier raus und kann die Scheibe lösen. Um dann, ja, die eben ganz schnell zu wechseln. Natürlich andersrum genauso. Den Schlüssel wieder hier rein. Mega. Also Handling im Allgemeinen, die Features, die das Ding hat, finde ich persönlich im Vergleich zu den Winkelschleifern, die ich halt davor hatte, finde ich wirklich einen Meilenstein, finde ich wirklich geil, macht wirklich Spaß damit zu arbeiten. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die ich nicht ganz so geil finde. Und das hält sich eigentlich in Grenzen, denn das ist nur das Motorengeräusch. Ist absoluter Schwachsinn, hat für die Arbeit nichts zu sagen. Aber ich finde, im Vergleich zu einer kabelgebundenen hört sich das Ding nicht so gut an. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich weiß nicht, wie das über die Kamera rüberkommt. Ich mache mal einen Akku rein. Ja, eine kabelgebundene hört sich geiler an. Aber wie gesagt, ist für die Arbeit damit absolut irrelevant. Ist aber jetzt ohne Scheiß der einzige Punkt, den ich nicht ganz so geil finde. Denn alles andere an diesem Ding finde ich eigentlich gut und würde mir den auch jederzeit wieder kaufen und damit verbunden euch natürlich auch empfehlen. Wenn ihr eine Akkuflex sucht, die wirklich was taucht, legt euch das Ding zu, ist wirklich geil. Wie schon erwähnt, ich werde mir demnächst nochmal die kleine Version zulegen, weil ich mag das, wenn man beim Arbeiten zwei Winkelschleifer hat. Eine mit einer Trennscheibe, eine mit einer Fächerscheibe, dann brauchst du nicht immer umspannen. Da werde ich mir die günstige nochmal holen. Da werde ich dann auch ein Review zu machen, beziehungsweise einen Test zu machen. Gucken, ob das Ding genauso gut abschneidet, denn es kostet immerhin nur die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte. Aber hier finde ich das Gesamtpaket, was ihr bekommt für das Geld, finde ich sehr gut. Noch ganz wichtig zu den Akkus, die ihr hierfür braucht. Ich weiß nicht, es gibt ja, ich habe euch das ja im letzten Video erzählt, die Plus-Akkus. Ich weiß nicht, ob das Moped mit den Plus-Akkus noch mehr Leistung hat oder ob sich da nichts tut. Ich habe ja nur die 2,5 Ampere Akkus und die 4 Ampere Akkus und das funktioniert beides ohne Probleme und ich merke auch zwischen den beiden Akkus keinen Leistungsunterschied. Zu der Laufzeit eventuell noch. Ich habe euch ja erzählt, ich habe ein Regal auseinandergeflext. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit einer Akkuladung so weit komme. Wir haben das ganze Regal auseinandergeflext. Das waren 7 oder 8 einzelne Stützen, die überall verschweißt waren. Also wirklich, das waren 2-3 Stunden durchgehend flexen. Ein 4 Ampere Akku hat vollkommen ausgereicht. Da bin ich auch nochmal positiv überrascht, wie weit man dann wirklich mit einem Akku kommt. Das Ding funktioniert natürlich auch mit dem 2,5 Ampere Stunden Akku. Natürlich dann nicht so lange, aber ihr seid noch mal ein ganzes Stück flexibler und das ganze Gerät wird einfach auch ein bisschen leichter. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch die Kaufentscheidung zu dem Gerät ein bisschen erleichtern. Ich persönlich bin absolut überzeugt davon und würde mir das Ding jederzeit wiederholen. Wenn ihr Interesse habt an dem Winkelschleifer, ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Genauso wie von den Akkus, die ich benutze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein.